Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ich bewerte eure Parks. Und heute schauen wir uns den Park von Jules Fast an und der heißt Sanctuary. Und diese beiden Typen machen irgendwie Synchronwackeln. Sieht sehr interessant aus. Das Ganze ist, glaube ich, auf der Kanada-Map. Oder ist das die Oregon-Map? Ja, auf jeden Fall irgendwas in den Bergen, wo es kalt ist. Das ist der Eingangsbereich. Sehr schöne Felsarbeit. Und du hast ja auch mit verschiedenen Wegfarben gearbeitet, was ich sehr cool finde. Sogar alle drei Wegfarben kombiniert. Ist ein sehr kleiner Eingangsbereich mit einem Laden nur. Finde ich aber irgendwie süß. Und dann hier in der Mitte hast du gleich so eine Lagune eingebaut. Auch eine coole Idee, einfach mal nur so eine kleine runde Lagune zu machen. Oder schwimmt sogar was drin. Ja, das sind Ichthys. Sind meiner Meinung nach auch für so eine Mini-Lagune die geeignetsten, weil es halt die kleinsten Urzeitlebewesen sind aus dem Spiel. Die drehen hier schön ihre Bahn. Oh, jetzt fängt es auch noch an zu regnen. Perfekt. Hier vorne das Gebäude ist eine Toilette. Und nochmal ein Personalzentrum ist es, glaube ich. Und da hinten führt auch noch ein Weg hoch in einen Industriebereich. Da müssen wir jetzt nicht extra hinfliegen, weil der halt nicht wirklich für die Gäste ist. Aber wir müssen uns jetzt hier entscheiden, wo wir lang gehen. Nämlich links, geradeaus oder rechts. Ich tendiere eigentlich immer dazu, links oder rechts zu gehen, weil man dann meistens einen besseren Rundweg hat. Aber der Weg geradeaus ist schon sehr einladend, muss ich sagen. Das sieht schon cool aus. Aber wir müssen natürlich erstmal hier die Gehege auschecken. Ist auf jeden Fall ein Fleischfresser drin, aber der zeigt sich gerade nicht. Jetzt gehe ich doch irgendwie rechts lang. Aber nur, weil ich ins Gehege schauen will. Nee, ist leider gerade nicht zu sehen. Werden wir aber bestimmt gleich noch zu Gesicht bekommen. Ah, hier vorne sind aber Dinosaurier zu sehen. Das ist doch schön. Hübsche Stegos. Der sieht richtig nice aus, der Skin. Und hier vorne ist dann auch nochmal eine Beobachtungsgalerie. Da müssen wir, glaube ich, jetzt nicht extra reingehen. Da fliegen wir jetzt einfach mal rüber. Da hat man dann auch nochmal einen wunderschönen Ausblick hier auf so einen schönen Wald. Das ist auch wieder ein riesiges Gehege. Krass. Wir gehen jetzt aber erstmal hier weiter. Und der Stego, der rollt sich da gerade voll süß. Ich fliege übrigens wieder in dieser Position oder Kamera von oben, weil der Park wieder mega groß ist. Und wenn ich das in Besucherperspektive machen würde, würde es einfach zu lange dauern. Vor allem würde man dann auch diese coolen Wegflächen gar nicht erkennen. Schaut euch das mal an, wie cool das aussieht. Also hier hat man dann auch nochmal ein schönes Hotel mit einem richtig coolen Ausblick auf die Gehege, die wir gerade gesehen haben. Nochmal einige Besucherläden. Hier ist ein Schutzraum. Und dann diese mega coole Lagune. Die hat eine echt interessante Form. Da fliegen wir jetzt auch mal hin, würde ich sagen. Ja, das ist richtig cool mit den Wegflächen hier. Du hast ja auch sozusagen in der Lagune, also in der Mitte von der Lagune, dann nochmal ganz viele Sitzmöglichkeiten für die Gäste gemacht. Und hier kreist auch irgendwie komischerweise die ganze Zeit ein Heli. Oh, ich weiß jetzt, warum der Heli da so kreist. Hier ist ein Moser, der betäubt ist. Oder betäubt werden soll. Und der ist da irgendwie reingebackt. Na gut, dann ist das so. Weil ansonsten sind hier gar keine anderen Wassersaurier. Dann kann ich nämlich lange nach denen suchen. Aber ist ja auch nicht schlimm. Ich finde die Idee eigentlich ganz cool, dass da nur ein Moser drin wäre. Weil die brauchen ja auch viel Platz und groß genug ist die Lagune auf jeden Fall. Und die Form ist auch mega. Ich muss auch sagen, irgendwie hat das was, dass der hier so kreist, der Heli. Finde ich gar nicht so schlecht. Wir fliegen jetzt aber mal hier weiter. Ist auch sehr schön hier mit den ganzen Bergen und sowas nochmal. Auch hier in dem Gehege ist das, glaube ich, sogar ein Berg. Das sieht sehr cool aus. Und wo geht's hier hin? Hier geht's... Oh, sorry, wenn das Spiel ein bisschen laggt. Ah, hier geht's zum nächsten Gehege. Das ist auch gut. Da haben wir ein... Gallimimus-Gehege, so wie es aussieht. Kann das sein, dass die um das... um die ganze Lagune rumlaufen können? So sieht das zumindest so ein bisschen aus. Weil der Zaun ist nur bis hier vorne. Also ich glaube, die sind hier in diesem ganzen Bereich. Auch keine schlechte Idee. Du hast ja auch so einen Fluss eingezeichnet.
Und das hier sind dann quasi solche Brücken. Weil das Wasser, das führt hier einmal komplett so entlang. Finde ich auch cool. Und hier wartet uns auch schon die nächste Wegfläche. Oh, das ist sogar so eine Anstehschlange. Das ist ja cool. Das heißt, hier geht man rein. Und dann hat man hier wirklich so einen Zickzack-Weg, wie man den ja aus Freizeitparks und so kennt, wo man sich dann anstellt. Und dann muss man hier einmal komplett drumherum laufen. Und dann kann man erst in die Jurassic Tour. Coole Idee. Da ist auch nochmal eine Galerie. Hier ist nochmal ein Schutzraum. Ah ne, ist gar kein Schutzraum. Was ist denn das? Doch, ich glaube, keine Ahnung, was ist es. Ist auch egal. Ist auch nochmal eine interessante Wegfläche. Wir schauen aber einmal kurz hier oben rüber. Denn hier können wir auch einen... Demetria Kanto ist das. Der macht auch perfekte Show. Ich glaube, das ist hier sogar eine Aviarien-Galerie. Geh mal kurz aus der Sicht raus. Genau, Aviarium-Beobachtungsgalerie. Auch keine schlechte Idee, die einfach mal so als normale Galerie zu verwenden. Aber ich würde sagen, wir fahren jetzt einfach mal direkt mit der Tour. Ich will jetzt einfach mal so einsteigen. Und direkt losfahren. Wir haben jetzt auch einfach mal die Anstehschlange etwas übersprungen. Oh, Pachyrhinus haben wir hier schon mal mit tollen Skins. Und da rechts war auch noch irgendwas im Wald. Ah, da ist ein Galli. Die hatten wir ja gerade schon gesehen. Oh, das sieht hier aber wieder cool aus. Oh, ein Brachio. Natürlich auch immer schön. Und hinter uns läuft, glaube ich, nochmal ein Nodo oder sowas lang. Also es ist auf jeden Fall ein großes Mischgehege. Oh, das sieht aber wunderschön aus. Ich finde auch irgendwie auf der Karte die Lichtverhältnisse echt schön. Schaut euch mal an, wie schön das aussieht. Also Jurassic World Evolution 2 ist wirklich ein wunderschönes Spiel. Kann man nicht anders sagen. Ja, Kollegen, ihr müsst doch ausweichen, ne? Ja, tschüss. Also, ich bin der smarte Fahrer. Ich weiche aus. Gar kein Problem. Und die werden vorweggerammt. Ich kann aber auch eben gerade nicht mehr geradeaus fahren. So, jetzt aber. Weiter geht's. Ich gebe mal ein bisschen Stoff, weil wir halt noch mega viel vor uns haben. Hier sind nochmal wunderschöne Pachyrhinus. Ich finde das voll cool, dass das so ein dichter Wald ist. Hier ist richtig schöne Atmosphäre. Man sieht auch keine Zäune oder so im Hintergrund. Das mag ich echt gerne, weil dadurch wirkt das sehr, als wenn die so in der freien Natur leben würden, die Dinos. Ah, okay. Hier vorne geht es dann zurück. Das war die erste Tour. Aber das sieht ja fast so aus, als wenn das hier ein Dead End ist. Also ich glaube, hier geht es nicht weiter. Kann man halt nur nochmal einen Blick auf das Gehege werfen. Und dann müssen wir, glaube ich, schon zurück. Das heißt, wir haben den mittleren Weg dann schon mal soweit abgegangen. Aber ihr seht schon, wie groß das noch ist, ne? Also wir haben noch einiges vor uns. Dann gehen wir jetzt mal hier am Eingang den rechten Weg. Da kommt nochmal ein schönes Hotel. Mit einer wunderschönen Aussicht auf die Lagune sogar. Also wenn man hier unten im Pool ist, kann man sogar die Lagune sehen im Hintergrund. Oh, da ist auch so ein schöner Wasserfall in den Bergen. Wir gehen mal hier rechts. Da kommen wir nämlich zu dem nächsten Bereich, der auch echt schön aussieht. Mega cool mit dem Wasser hier vor. Dann hier dieses, ich weiß gar nicht, was es ist. Sieht immer für mich aus wie so ein Innovationszentrum so ein bisschen. Ist es aber gar nicht, irgendein Mitarbeiterzentrum oder sowas. Sehr schöne Naturgestaltung hier. Und hier ist, glaube ich, auch wieder ein Gehege. Aber wir sehen hier... Na doch, wieder Gullis sind da hinten oder sowas. Aber wir fahren da eh gleich noch durch. Also ich glaube, wir werden hier nicht so viel verpassen. Hier war auch noch ein Weg. Ich glaube, ich gehe erstmal den Weg. Ich werde mich sowieso verlaufen. Habe ich irgendwie im Gefühl. Weil der Park auch schon wieder so groß ist. Noch mal ein paar Besucherläden. Und dann führt das Ganze hier
Nochmal auf eine schöne Plattform. Gut, dass ich den Weg gegangen bin, weil hier ist auch wieder ein Dead End. Oh, und da unten ist ein Gehege. Komplett ohne Zäune. Das ist ja cool. Hast du dann einfach so eine Klippe gemacht, wo denn der Spino ist es, glaube ich. Ja, ist ein Spino. Nicht hoch kann und dann kann man sich hier nochmal hinsetzen. Sehr coole Idee. Und von der Bepflanzung und der Gestaltung des Geheges gefällt mir das auch recht gut. Mega passend für ein Spino. Und der hat auch einen richtig coolen Skin. So schwarz-rot gefällt mir gut. Ah, der hat ein riesiges Gehege. Schaut euch das mal an. Also das ist hier alles Spinosaurus-Gehege, so wie es aussieht. Und jetzt gehen wir nochmal hier rechts weiter. Hier ist übrigens der Industriebereich, von dem ich vorhin schon gesprochen hatte am Anfang, wo ich jetzt nicht extra lang geflogen bin. Aber hier vorne scheint es wieder die nächste ihres Fernfahrt zu geben. Und auch hier schlängelt sich der Fluss durch. Oder, nee, ist ein anderer Fluss, glaube ich. Aber das finde ich sehr cool, dass du hier überall so Flüsse gemacht hast, die dann auch durch mehrere Gehege gehen. Ich würde aber sagen, wir fahren jetzt mal direkt mit der Gyrosphäre hier. Und los geht's. Hier haben wir auf jeden Fall Koritos. Noch mehr Koritos. Oh, und dann diese wunderschöne Landschaft im Hintergrund. Sieht echt toll aus. Ist auch wieder ein riesiges Gehege. Oh, was ist denn hier? Ist ja die Mega-Galli-Armee. Was ist das hier für eine illegale Demonstration? Alter, was geht denn hier ab? Das habe ich auch noch nie gesehen. Das ist ja richtig crazy. Okay. Ich glaube, wir sollten weiter. Wir stören die, glaube ich, bei irgendwas. Sieht mir aber nach illegalen Machenschaften aus. Und hier vorne kommt dann nochmal die Korito-Bande. Krass, ey. Ich finde das richtig cool, dieses Herdenverhalten. Also, dass die wirklich mega zusammen in einer Herde so hier leben. Finde ich irgendwie richtig schön. Kommen hier nicht mal durch, weil die alle im Weg rumstehen. Aber das war's jetzt mit der Geos-Fernfahrt. Da vorne ist schon wieder die Station. Und dann geht's hier direkt weiter zum nächsten Gehege. Das ist auch eine Beobachtungsgalerie. Da fliege ich jetzt auch einfach mal rüber. Da haben wir wunderschöne Diplodocus. Die sehe ich irgendwie voll selten in euren Parks, obwohl das echt coole Dinosaurier sind. Finde ich zumindest. Ich mag die echt gerne. Aber auch da fährt noch irgendwie eine Strecke durch. Oh, krass. Okay, wir werden hier echt viele Fahrten haben, glaube ich. Aber hier kommt auch nochmal der nächste Bereich. Mit so einer schönen Plattform nochmal. Da geht es dann auch noch mit einer Klippe runter. Das finde ich auch cool. Aber hier hast du es auch cool gemacht mit den Zäunen und den Lampen. So ein bisschen kombiniert. Aber hier hat man natürlich einen wunderschönen Ausblick. Ne? Das kann man nicht anders sagen. Da liegt dann der Rexy. Oh, ich habe noch eine Mod installiert. Oh shit. Der sieht ja gruselig aus. Der Zombie Rex. Neuer Highlight in deinem Park. Tut mir leid, dass ich noch eine Mod installiert hatte. Ich probiere ja ganz gerne mal Mods aus und für meinen Zweitkanal und so nehme ich da gerne mal was auf. Und dann geht's hier vorne weiter. Kann man dann auch nochmal runter gucken ohne Zaun. Was ist denn das da hinten? Oh, hier scheint der Rex aber auch reingehen zu können. Fliegt da jetzt einfach mal hoch. Sieht nochmal aus wie so ein Showbereich oder sowas. Guck mal, hier hinten ist auch sowas wie eine Tribüne, wo dann die Leute sitzen können. Und hier haben die dann nochmal Essen und Trinken. Das ist ja cool. So mit mehreren Etagen kann man hier oben sein Essen genießen und kriegt dann hier nochmal eine Show, wie der Rex sich eine
Ziege oder sowas snackt. Mega. Finde ich eine coole Idee. Sieht auch von oben richtig cool aus. Aber wir fliegen direkt weiter. Nämlich hier den Weg nochmal entlang. Ich finde das krass, wie groß diese Karte ist. Kommt nämlich schon das nächste Gehege. Sieht auch ganz anders aus von der Optik. Nicht so viel dichter Wald. Und auch so helle Felsen. Und ein cooler Biber. Der hier schon rumbrüllt für uns. Auch ein tolles Gehege. Und ein sehr passender Skin. Also der ist echt gut getarnt. Passt perfekt mit dem Untergrund hier und diesen Pflanzen und sowas von der Farbe. Also gute Skinwahl. Oh, und hier kommt das erste Aviarium. Oh, das ist aber auch eine coole Location für ein Aviarium. Hier der Fels so hoch und dann hier hinter geht's dann auch runter und sowas. Das sieht schon nice aus. Du hast hier auch das Ganze echt schön gestaltet. Nochmal mit ein paar Pflanzen und du hast hier sogar so einen Turm reingebaut. Sollen wir da mal reingehen und gucken? Da ist man so direkt an der Glasscheibe. Hab ich auch so noch nie gesehen. Ist leider gerade von den Lichtverhältnissen nicht so praktisch, weil es voll blendet. Und jetzt fängt es auch noch an zu regnen. Aber coole Idee. Habe ich halt wirklich so noch gar nicht gesehen. Hier wäre auch nochmal eine Beobachtungsgalerie, aber wir fliegen direkt rein. Tropiognathus haben wir. Oh, ein sehr schönes Gehege. Oh, wie schön lebendig das wirkt. Das ist echt toll. Und das Wasser gefällt mir richtig gut, wie du das hier so durchgeschlängelt hast. Oh, das sieht richtig schön aus gerade. Du hast auch so coole Skins ausgewählt. Die sind alle so schön rot. Und alle so rötlich. Voll cool. Ja, sehr schönes Aviarium. Und wenn mich nicht alles täuscht, müssen wir jetzt hier links am Eingangsbereich. Hier ist dann auch nochmal ein Gehege. Mit Taurus sind es, glaube ich. Taurosaurus. Auch wieder komplett anders so von der Bepflanzung. Finde ich cool. Und da hinten ist auch nochmal ohne Jurassic Park Tour, auch wieder mit Anstehschlange, wo man so geschlängelt rumlaufen muss. Das ist wahrscheinlich die große Tour, ne? Wie wir vorhin schon gesehen hatten. Aber ich checke hier erstmal die anderen Bereiche aus, glaube ich, bevor ich damit fahre. Das können wir dann nochmal vielleicht als Highlight am Ende machen. Ist nämlich auch nochmal das riesige Gehege zu sehen. Da hatten wir gerade auch schon einen Blick reingeworfen. Das war das, wo die Stegos drin waren. Aber jetzt seht ihr mal, wie groß das ist. Also da können sich die Dinosaurier echt wohlfühlen. Kann tatsächlich auch gut sein, dass hier noch andere Dinosaurier drin sind, das weiß ich nicht. Aber wenn wir mal den einen oder anderen übersehen, dann ist es so. Ist ja eigentlich eher ein gutes Zeichen, wenn man sowas übersieht. Das heißt, die Dinosaurier haben viel Natur, um sich zu verstecken. Ist aber jetzt mal eine freie Fläche. Wolltest du hier noch irgendwas hinbauen? Sieht irgendwie echt leer aus. Also da sind ja auch keine Felsen oder Büsche oder sowas. Ah, jetzt sind wir hier. Da hinten waren wir vorhin schon. Da sind wir auch mit der Tour gefahren. Sind wir auf der anderen Seite von dem Fluss sozusagen. Hier ist auch nochmal eine interessante Wegfläche. Da hätte man vielleicht auch noch den einen oder anderen Laden oder sowas hinmachen können. Und hier ist zum Abschluss nochmal ein schönes Aviarium. Auch nochmal mit toll platzierten Hotelanlagen. Guckt euch mal diese Hintergrundlandschaft an. Boah, ist das ein Traum. Hier würde ich gerne Urlaub machen. Da unten an dem Pool chillen. Mega gut. Aber auch sehr schön. Hier sind Pteranodons drin. Die scheinen aber alle sehr müde zu sein. Alle am Sleepen. Dann würde ich sagen, fahren wir jetzt zum Abschluss nochmal mit der Jurassic Tour. Da geht es auch als allererstes mal durch den Jurassic Park Tor.
wir überholen da aber mal. Kollegen sind mir dann doch ein bisschen zu langsam. Oh, hier ist ein unsichtbarer Zaun, glaube ich, vor. Kann er zumindest nicht durch. Aber da sind auch noch Amagas. Ist cool, wie die da alle so schlafen. Oh, die sind voll getarnt. Da ist auch noch einer. Wir sind gerade alle Dinosaurier voll müde. Ist ja gar nicht. Die Pteranodons haben ja auch gerade schon alle geschlafen. Oh, hier kommt auch nochmal ein riesiges Gewässer. Oh, auf der anderen Seite ist auch nochmal was. Ah, du hast hier wirklich mehrere Gehege mit unsichtbaren Zäunen eingebaut. Das wirkt dann aber wie so eine große freie Naturlandschaft. Leider zeigt sich der Fleischfresser nicht. Doch, da vorne ist er. Oh, der läuft hier sogar durchs Wasser gerade. Ceratosaurus. Den finde ich auch sehr cool. Er mich auch, hat er mir gerade gesagt. Ich höre mal nur die Dino-Schreie. Ich kann die aber leider nicht zuordnen. Ich kann auch nicht zuordnen, wie weit die noch weg sind. Oh, hier ist ein bisschen hogelig geworden. Aber hier haben wir Centaurus. Centaurosaurus. Die haben direkt Angst vor mir. Ah, schön. Jetzt sind wir hier in dem Bereich. Mit den Diplodocus. Und im Hintergrund rennen die ganzen Centaurus weg. Aber ich finde es auch cool, wie die in der Herde flüchten. Also das Dinosaurierverhalten im zweiten Teil ist wirklich deutlich besser geworden. Und das hier ist aber auch ein bisschen unlogisch mit dem Tor, oder? Aber ich glaube, das muss man so machen. Sonst kann die Jeeps da ja nicht durch. Aber es sieht ein bisschen komisch aus, dass da einfach nur so ein random Tor steht und rechts und links kein Zaun. Jetzt scheint es aber wieder zurückzugehen. Ich höre hier aber die ganze Zeit Geschreie noch. Hier ist noch irgendwas Kleines. Sind das Kompis oder so? Da vorne ist auch ein Fleischfutterspender. Nee, da hinten. Da läuft irgendwas. Oh, das sind Deinonychus. Ich kann hier leider nicht reinfahren. Das ist ein unsichtbarer Zaun vor. Sind aber Deinonychus. Dann haben wir die wenigstens auch gesehen. Da bin ich froh. Und jetzt geht's zurück. Okay. Das war's mit der Tour. Die hat echt Spaß gemacht. Und das war's jetzt auch mit der Besichtigung von dem Park The Sanctuary von Eudrulis Fast. Vielen, vielen Dank fürs Einsenden. Hat richtig viel Spaß gemacht. Und falls ihr den Park mal selber ausprobieren wollt, schaut in der Videobeschreibung vorbei. Falls ihr mir auch mal einen Park einsenden wollt, tut das Gleiche. Und jetzt wünsche ich euch noch einen... Achso, ein Like nicht vergessen. Jetzt wünsche ich euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.